Intermodale Hagen-Güterbahnhof Wuppertal-Steinberg Rangierbahnhof. Es ist 14.36 Uhr Sekunden. Fahren Sie einen vollen kombinierten Zug entlang des Wuppertals zum Rangierbahnhof westlich von Wuppertal-Steinberg. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsymbol 3D, denn ich spiele das. Endlich wieder TSW 3. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Deswegen bin ich froh, das jetzt endlich wieder fahren zu können. Das machen wir mal auf dunkel. So. Zuglichter ein. Brauchen wir nicht. Das machen wir auf ein. So. Hier oben die Lichter an. Zugsicherungssysteme. So. AFB natürlich. AFB. AFB. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die noch kurz auf 40. Und da sind wir abfahrbereit. Geht's? Lösen die Bremse. Los geht's. Befreien. Noch schön. FIFA. Zugbeeinflussung. So, weiterhin. Hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Wunderschön. So, kann ich befreien? So, dann dürfen wir jetzt 100. So. Dann
90. Dann fahren wir jetzt zum Wuppertaler Rangierbahnhof, Wuppertal-Steinbeck. Da stehen noch einige, da ist noch ein Szenario zu fahren, ihr habt es gesehen. Da stehen noch einige Güterwagen. So schnell als 100 will ich gar nicht fahren, weil wir im Güterzug fahren. Und das ist natürlich eine gewisse Geschwindigkeitsbeschränkung vorgegeben. FIFA. Ich bin gespannt, ob wir den Zug noch abkuppeln müssen oder ob wir ihn einfach oder ob wir einfach nur nach Wuppertal fahren und das war's. Also wäre schon schön, wenn wir noch ein bisschen kuppeln könnten. Sifa. Hört sich schon ein bisschen bayerisch an, oder? Ach, gibt's jetzt gleich noch Regen? Das wär's ja. Sieht verdammt danach aus, als ob es jetzt gleich noch anfängt zu regnen. Also, ja.
230 Höchstgeschwindigkeit der Diesellokomotive. Ich liebe solche Bilder. Ich liebe sie einfach. Mal spinne ich oder habe ich kein Spitzenlicht an? Hä? Es werde Licht. Ich würde doch sagen, was fehlt doch da? Das geht ja gar nicht. So. So muss das doch. ÖBB, also die kommt aus Österreich, auf jeden Fall gehört der österreichischen Bundesbahn. Sie fahren. Darum auch dieser leichte Akzent oder Dialekt, oder wie auch immer man das nennt, in der Stimme der SIFA. Na, kann ich da näher ran, ohne dass mich die Bäume nerven? ÖBB Produktion GmbH. Taurus. Ihr seht es da, das rote, oder im roten Feld vielmehr. Siemens. Es sind bei ÖBB technisches Service. Ah, ÖBB 1116-196-7. So, nehmen wir mal ein bisschen Leistung weg, sonst wären wir zu schnell. Lass uns einfach mal ein bisschen rollen hier. Wer weiß denn, wann ein Güterzug wie schnell fahren darf? Wisst ihr das? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Also mich würde das wirklich mal sehr interessieren. Wann darf ein Güterzug wie schnell fahren?
So, und es gab ja gestern einige Probleme mit dem TSW 3. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das war ja weltweit, dass man sich da irgendwie nicht, dass man nicht mehr ins Spiel kam. Und zwar beim zweiten Ladebildschirm oder Ladescreen, wie auch immer man das nennt, ist das ganze Spiel eingefroren. Ich wollte es gestern starten, ein bisschen TSW spielen und kam dann nicht weiter. Hab dann erstmal Panik bekommen, weil ich dachte, ich hätte nur den Fehler. Hab dann ein bisschen recherchiert in der Community bzw. in den Diskussionen des Spiels und da ist mir dann doch relativ schnell klar geworden, dass es wohl ein weltweit verbreitetes Problem ist, während hier eine G6 uns entgegenkam solo. Woraufhin es dann von Dovetail selber eine herausgegebene Info gab, dass man sich bei Dovetail Live abmelden soll und dies dann auch löschen soll. Im Windows, in den Dokumenten und unter Save Games und so weiter, da dann dieses Dovetail Live löschen. Ich habe das dann gemacht und sehe da, es funktioniert tatsächlich. Konnte dann wieder rein. Ich weiß nicht, ob das wieder behoben wurde. Was dann jetzt natürlich die Folge ist, dass man sich bei Dovetail Live abgemeldet hat und gelöscht hat, dass man kein Creators Club mehr spielen kann. Ja, ist jetzt ein kleiner negativer Nebeneffekt, aber ich denke, das kann man verkraften. Es heißt, Dovetail sucht fieberhaft danach, das Problem zu lösen. Oder will, ist fieberhaft dabei, das Problem zu lösen. Ob das inzwischen gelöst ist, weiß ich nicht. Seitens DTG gab es da, glaube ich, noch keine Info zu. Ich habe zumindest noch keine. Ich weiß nicht, wo da genau das Problem liegt. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ja, wir haben ja eine Menge Geld dafür bezahlt und auch für die ganzen Add-ons und DLCs und so weiter. Da möchte man schon das Spiel auch zu 100% nutzen können. Wenn ihr da irgendwelche Infos habt zu diesem Problem, ob das Problem schon wieder behoben wurde, dann lasst es mich gerne wissen, auch wie man sich wieder bei Dovetail Live anmeldet und wie man das wieder herstellt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also wenn ihr da irgendwelche Infos habt, in die Kommentare damit bitte. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, dann 5,9 Kilometer noch. Dann sind wir schon am Ziel unserer Reise. So, dann werden mit Sicherheit gleich auch die ein oder andere Geschwindigkeitsbeschränkung kommen. Es kommt erstmal 100, damit haben wir noch nicht viel zu tun. So, das nächste Hauptsignal ist dann Geschwindigkeitsbeschränkung 100, beziehungsweise hier. Jetzt haben wir zu drücken. Wir müssen hier ganz schnell die Bremse ziehen. Zugbeeinflussung. 40.
So, dann haben wir es gleich geschafft. Das ist der Wuppertaler Steinbecker Bahnhof, würde ich jetzt mal tippen. Oder ist das noch ein Vorbahnhof von Steinbeck? Kann natürlich auch sein. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, fahren wir mal ganz rechts links rüber. Dann gehen wir mal 30 runter, beziehungsweise 25 erstmal. So, da vorne ist da noch mal ein gelbes Vorsignal. Zugbeeinflussung. Ah, da steht noch eine schöne 185. So, da müsste jetzt mit Sicherheit gleich der 500-Hertz-Magnet kommen. Ich schätze mal da vorne links. Ah, noch nicht. Jetzt. So, und da vorne ist unser Ziel. Wunderbar. Das war's. Gold haben wir geholt. Gebraucht haben wir 24 Minuten und 28 Sekunden. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Es werden demnächst wieder mehr TSW3-Videos kommen, versprochen. Ich weiß, ich habe es in letzter Zeit etwas schleifen lassen. Es gab ein paar andere Projekte, die ich noch zu deichseln hatte. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall wieder mehr geben, versprochen. Und bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer Dedenis Spieters. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut.
Bye-bye.